Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer zweiten Saison. Und zwar mit dem iTouch wieder mal. Und wir sind im Ferrari. Jawollo. Ja. Ich habe es euch ja angedroht, dass wir zwei hier nochmal eine Saison starten werden, aufgrund des Ergebnisses des letzten Jahres. Das mehr als beschämend am Ende leider war. Auf jeden Fall, schrecklich. Ja, was können wir dazu sagen, ne? Da haben wir uns gedacht, wir wandeln mal auf den Spuren von großen Geistern. Oh, ja. In der Formel 1 zumindest. Zum Beispiel ein Michael Schumacher. Alain Prost, Niki Lauda. Ach, da gab es so viele. So viele gab es da. Mein großer Held Gerhard Berger. Jean Alesi, die absoluten weltbesten Fahrer. Clay Regazzoni. Clay Regazzoni. Ja, den gab es auch mal. Ja. Jody Scheckter. Ha! Aus Südafrika. Ja. Gab's nicht oft. So, wir befinden uns im Albert Park und die Regeln sind, glaube ich, allen noch bekannt. Hat sich nichts geändert. Wer sind weiterhin. Als erstes über die Ziellinie fährt, hat gewonnen. Ist das die Regel? Das ist jetzt relativ einfach gesagt und trifft auch zu. Oh, ich hab Kimis Auto. Ja, schön. Dann weiß ich ja, mit welchem ich unterwegs bin. Mit dem spanischen. Nein. Das sieht nur so aus. So. So wie auch in der Saison davor werde ich natürlich dann alle Mods, die ich hier drauf habe, unten verlinken. Könnt ihr da reinschauen. Jetzt müssen wir gucken, dass ich hier die Kurve kriege. Oh. Das war knapp. Oh Mann. Ja, wir sind hier wieder ein bisschen außer Übung. Ist jetzt auch wieder. Wie lange? Oh Gott, wie lange ist es her, dass wir die Strecke hier gefahren sind? Also, ich bin schon ein paar Wochen zwei, her. Dreimal. Oh, Mann. Oh! Mist, ich bin da ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, und ich hab rausbeschleunigt und das Auto ist ausgebrochen. Das ist gut. Oh, ich hab einen riesen Rückstand auf dich. Zu Recht. Den du jetzt egalisieren wirst, weil ich mega Scheiße gebaut hab. Oh, da hast du aber echt Mist gemacht, ey. Na. Und das war's dann auch mit der Pole wahrscheinlich. Oh Mann, an das Rennen kann ich mich sehr gut erinnern. Das war ja bei mir, lief's eigentlich erst mies, dann wiederum gut und plötzlich war ich dann in der letzten. Oh, jetzt habe ich mich fast in derselben Kurve wieder weggeschmissen. Stimmt, du bist am Ende Dritter geworden, ne? Genau, weil ich mein Auto weggeschmissen habe. Sonst hätte ich gleich im ersten Rennen den ersten Sieg holen können. Schade aber auch. Kann sein, dass du doch ganz nah an mir dran bist? Nein, nicht wirklich. Okay. Ah, 2 und 6. Oh, das ist knapp. Das ist sehr knapp. Also, ich sag mal, auf Pole hätte ich auf jeden Fall fahren können. Hätte ich da nicht diesen Bockmist gebaut. Aber ist jetzt wieder. Wie lange waren das? Ich glaube, vor 2 Wochen sind wir das letzte Rennen gefahren oder anderthalb ungefähr. Ja. Bisschen wieder aus dem Rhythmus raus. Müssen wir uns natürlich wieder antrainieren. Allerdings. Aber das kriegen wir hin, ne? Aber schön, erstmal zweiter Platz, würde ich, ne? Gratulation in der Scuderia. Dankeschön. Ja, guter Einstand. Auf jeden Fall, also besser als letztes Jahr. Und der Weltmeister wieder mal, hat uns wieder mal ein Schnippchen geschlagen. Oh, schön, guck mal. Bei dem neuen Helm, ich habe jetzt das Visier, das ist auch so leicht verspiegelt jetzt. Richtig schön mit Schimmer. Mit so ja. als hättest du so einen Ölschimmer drauf, wie das halt oftmals so bei diesem Abreißvisieren dann hast, wenn du von außen drauf guckst. Und das Banner oben ist richtig. Ja, genau, es ist nicht mehr verschoben. Also ist das Banner, also diese Verstärkung da, die obere Verstärkung, diese Kante, genau. Die sie da auf dem Visier drauf haben, aufgrund des Unfalls von. Genutzt. Genau, das haben sie ja damals aufgrund des Unfalls von Massa. Damals etabliert. Einfach, dass da oben, weil im Grunde genommen ist der Helm bombensicher, das hat man jetzt schon mehrere Male gesehen. Die einzige Schwachstelle ist im Grunde einfach dieses Visier. Das Problem ist, du kannst dieses Visier ja nicht einfach wegnehmen. Nee. Weil sonst siehst du ja nichts mehr. Und ich glaube, mit dem digitalen Visier, was sicherlich heutzutage möglich wäre, würdest du aber nicht so schnell fahren können. Da würdest du wahrscheinlich alles, und wenn es nur ein Bruchteil einer Sekunde zeitverzögert ist, sehen, das wäre nicht sehr gut. So, Rennstrategie. Flügel und sowas können wir nichts machen. Wie sieht es denn wettertechnisch aus? Sieht sonnig aus? Ja, ich meine, die Reifen müssen wir ja so nehmen, ne? Ja.
Die bleiben ja so bis Runde 7. Machen wir mal, guck mal, wie es losgeht. Ja, erster Start, erstes Rennen. Und das im roten Auto. Ich bin ja aufgeregt. Traditionell. Ich weiß, ich habe es ja eigentlich gesagt im letzten Rennen, dass ich das nicht machen möchte. Weil Ferrari, ich habe nichts gegen Ferrari, ganz im Gegenteil. Ich finde das eine wunderbare Marke in der Formel 1, die auch untrennlich damit miteinander verbunden ist. Mich stört einfach nur diese unendlich hässliche Nase da vorne. Die diese das erinnert mich so an den Dyson-Staubsauger. diesen Gedanken kriege ich da einfach nicht weg. So, erster Start. Ich bin nervös. Vettel und Ricardo vor mir. Hinter mir Bottas. Du holst wahrscheinlich gleich wieder hier so einen Megastart. Könnte sein. Also ich bin neben Hamilton. Schön, ich bin noch auf der Rosberg! Entschuldgung. Zweiter! Zwei! Wie sagst du so einen Megastart? Naja, auch mehr Glück als Verstand. Bin da auch dem Rosberg ein bisschen drauf gefahren. Hätte mich jetzt nicht überrascht, hätte ich da eine Strafe bekommen für. Da muss man sagen, so aus der T-Cam-Perspektive gefallen mir die Autos dann doch schon sehr. Eben dadurch, dass die Nase nicht da ist. So, hey Kollege, fahr mal nicht weg da vorne. Oh, ja, man merkt, dass das Auto doch ein bisschen schwerer ist. Ja, auf jeden Fall. Die also Kurven sind nicht so ganz... Oh, 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 oh. Ey, Kollege, lass mir einen Wagenbreite Platz bitte, ne? Und ich muss auch sagen, dass der Williams sich auf der Bremse besser anfühlt. Bis jetzt zumindest, ja. Vielleicht ist es einfach auch ein bisschen fehlende Routine. Ich meine, wir sind jetzt 19 Rennen mit Williams gefahren und das merkt man sicherlich. Oh, wie du da wegziehst. Ich möchte mal wieder mal anmerken, dass Ricardo gerade an 3 ist. Ich seh's. Das heißt, er hat... Wahrscheinlich Nee, wenn ich's richtig sehe, ist nur ein Mercedes... Oh, Schande. Fast die Kurve verpasst. Nur ein Mercedes dazwischen, das wird wahrscheinlich Hamilton sein. Soll ich das Auto fast in die Wand geschmissen? Hätte ich auch nichts dagegen. Ich weiß. Die Saison ist lang genug, aber ich möchte mindestens einmal gewinnen. Nachdem du mich ja da zumindest in der zweiten Saisonhälfte ziemlich deklassiert hast. Das ist mein Ziel. Mhm. Könnte sein, dass ich dann eine Stallorder von Ferrari hier aussprechen lasse, die eindeutig gegen dich ist. Das glaube ich kaum. Ich sitze in Auto Nummer 1. Du sitzt in Auto Nummer 14. Nein, ich sitze im Auto Nummer 1 von Ferrari. Also da sieht meine Nummer mehr aus nach einer 1. Also. Das ist das einzige, die einzige 1, die bei dir steht, ist die 1 des ersten Ausfalls. Oh nein! Ja, da seht ihr das wieder hier, der wird abgekürzt. Oh, Junge. Da hast du jetzt aber richtig aufholen können. Nein. Schade. Ich mach da nichts. Ich meine, weil ich den Fehler gemacht habe. Na gut, dafür kommt ja jetzt das S. Oh, das habe ich diesmal erstaunlicherweise relativ gut getroffen. Ich hatte 4 Sekunden Vorsprung, jetzt ist es noch 2,3. Werden noch weniger, weil jetzt fange ich dann auch mal an zu fahren. Ah, verdammt, ich stelle die Kamera einfach rum. Oh, Schande, oh Gottes Willen. Mitten im Kurvengeschlänge fange ich an, mit der Kamera gut zu hantieren. Außer sehen. Ah, okay. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen... einen kleinen Puffer erarbeitet bereits gegen Ricardo. Der ist jetzt 4 Sekunden hinter mir. Das war die schnellste Runde. Oh, Gottes Willen. Ah! Also ab und zu ist der Ferrari doch schon ein bisschen unruhig, ne? Ja. Habe ich zumindest das Gefühl. Gut, es ist ja, er wird ja nicht umsonst Diva genannt, ne? Also das war er früher schon, den Spitznamen hat er einfach jetzt inne, dass einfach diese Ferrari gerade zu Zeiten vor Schumacher, kurz vor Schumacher, wenn man sich mal überlegt, zwischen Schumacher und dem ersten Titel mit Ferrari lag eine elendslange Durchstrecke. Ich glaube, der letzte Ferrari-Weltmeister war doch, glaube ich, Lauda. Nein, es war Jody Scheckter. Jody Scheckter? 79. Nein, Lauda war in den 80ern. Nein,
Nein, der war mit McLaren in den 80ern. War der mit McLaren? Ja. Ach stimmt, bei seinem Comeback ist er zu McLaren gegangen, ne? Richtig. Stimmt, stimmt. Ja, da habe ich gerade eben... War da vorgefahren. Ferrari ist das letzte Mal vor Schumacher Weltmeister geworden, Jody Scheckter, 79 und es hat halt 21 Jahre gedauert. Mhm. Muss man sich vorstellen, nur das für Ferrari. Ja, eine Marke ist eigentlich unvorstellbar. Marke. Unvorstellbar, dass das so lange gedauert hat. Ja, und dann haben sie aber gleich mal richtig zugelangt. Ja, dann mit 5 Titeln hintereinander und 99 hatten sie ja zumindest schon mal den Konstrukteurstitel damals gewonnen gegen McLaren Mercedes. Das stimmt, ja. Aber ich meine, was ist schon Konstrukteur? Du sagst es. So. Wenn ich hier auf das Tableau schaue und Ricardo hinter mir sehe, kann ich ja schon mal... Ich habe mir vorgenommen, für übrigens in der Saison einfach mal immer wieder ein paar kleine Facts zu den einzelnen Rennen um euch rauszuhauen. Wir haben ja letztes Mal sehr intensiv über die Vergangenheit oder ein paar Renngeschehnisse auf den Strecken erzählt. Derselbe Fehler. Das ist traurig, ne? Eitach hat da wunderbar mit seinem Wissen glänzen können. Ist nur ein bisschen blöd, wenn wir jetzt natürlich dasselbe da berühmt erzählen. Macht ja keinen Sinn, ne? Bringt ja keinen vorwärts. Werde ich euch ein paar Fakten rund um die Strecken jeweils bringen. Und zwar kann ich euch hier schon mal verraten, dass hier, seit diese Strecke im Kalender ist, noch kein einziger Australier bei seinem Heim-Grand Prix hier gewonnen hat. Und ich meine, es gab ein paar. Zum Beispiel Mark Webber hätte mal die Chance gehabt. Ricardo jetzt dann vielleicht, hätte er vielleicht nächstes Jahr die Chance, wer weiß. Ansonsten, wen haben wir dann noch? Brabham, glaube ich, war auch Australier, ne? Ja, aber ich glaube, Melbourne kam doch erst 96 in den Kalender. Also 29 Rennen gab es jetzt hier bereits. In Melbourne? Ja. Weil Adelaide, weiß ich, war das letzte Rennen, meine ich, nämlich 94 oder 95 gewesen. Oh, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Das war ja vorher der australische Grand Prix. Genau, das war der australische Grand Prix. Da hier hat in Adelaide hat ja auch Schumacher damals seinen ersten Titel quasi sicher gemacht, sagen wir es mal so. Also Australien hat auch. Oh, das Auto ist auf der Bremse echt sehr, sehr eklig. Also ich finde, es wird gerade immer besser. Ich finde es immer schlimmer. Oh, jetzt komme ich aber ganz schön noch nicht ran, ne? Ja. Merk's. Wann gehst du eigentlich in die Box? Runde 7 ist, glaube ich, geplant bei mir, ne? Bei mir auch. Okay. Das war ein bisschen gecuttet, aber das hat keiner gemerkt. Nicht wahr, Charlie? Genau. Man sieht immer wieder, dass du eigentlich vom Speed her immer wieder relativ gut wegkommst, aber hast du dann immer wieder einen kleinen Fehler rein. Richtig. Und dann war's das. Aber gerade im kurvenreichen Teil, ne? Mit den Fehlern meinst du? Mhm. Ja, also ich komme irgendwie nicht so wirklich bisher in so einen Rhythmus. Und schon wieder. Komplett verbremst. Oh, jetzt, Achtung. Ah, scheiße. Oh. Oh, fuck, sorry, das war mein Bock. Ja, Strafe, zu Recht. Fuck. Da wollte ich... Dass du so viel Vorsprung haben. Da wollte ich jetzt an dir vorbeiziehen. Und wollte, beziehungsweise wollte innen durch. Und, sorry, das war... Ja, ist jetzt nicht so wild. Da haben wir unsere... gefunden, wenn du keine Strafe gekriegt hättest. Wir haben 13 Sekunden verloren. Ich nur 9. Und sind immer noch deutlich im Büro. So. Ja, hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja noch vor der Saison kurz drüber uns unterhalten, mit welcher Schwierigkeit wir die KI jetzt ausstatten. Weil gut, es kann natürlich sein, dass viele jetzt auch schon in die Box gegangen sind. Ne? Das weiß ich aber nicht. Aber nicht Ricardo. Ja, wer weiß. Ja, stimmt, dann wäre Vettel wahrscheinlich vor ihm. Dann. Richtig. Also das glaube ich nicht. Oh, Mann, verdammte Axt, ey. Jedes Mal Lock. Läuft bei dir nicht so gut? Nee, nicht so wirklich.
Hast du eine Durchfahrtsstrafe eigentlich gekriegt? Ja, oder ich habe eine Drive-Thru bekommen dafür. Wenn ich so weiterfahre, bringt mir das gar nichts. Na, ich muss jetzt gucken, dass ich hier durchkomme. Ich habe nur ein bisschen Bamme, dass ich wollte jetzt eigentlich in der nächsten Runde die Drive-Thru absitzen. Während du dann quasi in die Box gehst, dass ich da nochmal irgendwie hoffe, dass ich über eine Runde mit den Weichen nochmal ein bisschen pushen kann. Ich habe ein bisschen Bammel, dass wenn ich jetzt reingehe, in Runde 7 ist ja auch bei mir der Boxenstopp geplant, dass die mich dann erst abfertigen. Ja, das wäre schlecht. Und ich dann danach rein muss. Das ist wäre blöd, aber eigentlich müsste es ja heißen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach raus, oder? First come, first serve, ja? So ist es. Ah, jetzt habe ich aber auch immer mehr Frontlocks. Oh, ich habe auch, wenn ich das richtig sehe, Schaden? Draining. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte sonst vielleicht gedacht, dass du vielleicht durch den Unfall Frontflügel. Ah, nee, ich habe. Nee, ich weiß, was passiert ist. Ich habe einfach ein bisschen von diesen Marbles aufgesammelt. Also von diesen Gummiteilen, die auf der Strecke einfach liegen. Auf Deutsch Gummiwutze. Ja, genau. Ja, wir wollen es ja hier, ne? Genau. Das ist die Formel 1, da geht viel. Ah, ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob es sogar vielleicht doch sinnvoller wäre, wenn sie mich erst abfertigen. So, ich bin mal gespannt, weil ich fahre jetzt auch in die Box. Das wäre natürlich für dich fatal, wenn sie mich jetzt abfertigen. Ja gut, dann wäre das halt so, aber ich kann mit den Reifen hier nicht mehr viel machen. Nee, ich fahr durch, definitiv durch. Das Coole ist, es fällt wahrscheinlich erst jetzt auf, vielen, dass wir jetzt das neue Lenkrad haben. Genau, ja, das mit dem großen Display. Genau, Williams hatte das ja früher nicht. Genau. Beziehungsweise hat es nicht. Hat es nicht. In 2014 haben sie es auf jeden Fall nicht. Genau. Und die Teams hatten ja vor der Saison die Wahl, ob sie, das wird ja von einem Zulieferant von McLaren oder von McLaren, nee, von Zulieferer nee, von McLaren nee, selber? Von McLaren selber, also die Tochterfirma. Ah, okay, ja gut, ja, okay. Die stellen das her. Auch die, Elektronik ist ja in den Autos einheitlich auch von McLaren gestellt. Ja. Vielleicht fällt bei denen deswegen so wenig aus. Kann sein. Nein. Das ist ja. Die werden ja auch geprüft und zertifiziert und alles. Also wenn da irgendwas wäre, das wäre. Boah. Ja, das wär ich glaube, das könntest du dir als Team gar nicht leisten, wenn nein, da was passieren würde. Auf jeden Fall hatten ja die Teams, alle Teams vor der Saison die Wahl, die Lenkräder entweder selber zu machen, so wie sie es so früher gemacht haben, oder eben auch mit diesem Display. Haben sich ein paar dafür, ein paar dagegen entschieden. Ja. Solche Red Bull dagegen, Williams genau. Dagegen. Warum kann man nur spekulieren, das wissen die, das wissen wir nicht. Vielleicht Gewicht, das könnte ich mir vorstellen. Weil so ein Display mit Elektronik wiegt auch was. Das ist das Einzige, was mir jetzt so auf Anhieb mal einfallen würde. Ja, also das... Kann natürlich auch andere Gründe haben. Ich weiß nicht, Kostengründe oder was weiß ich. Dass man sagt, anstatt... So ja, das sind ein bisschen mehr Kosten wahrscheinlich schon, das ist klar. Cool, ich habe gerade gesehen, du hast sogar eine Zeitanzeige zu den Hintermann immer noch drin. Im Display. Wäre mal sicherlich interessant, damit sowas in der Cockpit sich zu fahren. Wo bist denn du? Du bist jetzt auf Stadtziel wahrscheinlich. Richtig, ich bin jetzt Kurve 1 durch. Ah, du bist schon durch Kurve 1 durch? Ja. Oh ja. Wer ist jetzt auf 1? Jean-Éric. Und ich habe hier der einen... Der nächstes Jahr nicht fahren wird, wahrscheinlich in der Formel 1. Sicher? Also ich habe gehört, dass er eigentlich geplant ist. Also schon bei Toro Rosso. Neben, nein. Toro Rosso hat jetzt Carlos Sainz Junior bestätigt. Ah, okay. Alter, das, was macht Jean-Éric? Boah, der bleibt verstehen. Dann ist der an mir vorbeigegangen. So, ich bin jetzt übrigens direkt hinter Massa. Der ist auf 7. Boah, was? Ist der verrückt oder was? Das heißt, ja gut, dann in dem Fall wäre Bern draußen. Genau, also Bern entweder, also ich habe jetzt heute gelesen, Indica oder als Testfahrer bei Williams. Weil ja gut, ich dachte, ich dachte... Ja, aber ich dachte, Susi Wolf wurde bei William. Ja, aber ich weiß nicht, ob das für den groß Sinn macht, dann da noch. Kann ich nicht beantworten. Also,
Ja gut, ich meine klar, Formel 1 fahren und nicht fahren. Wobei gut, als Testfahrer fährst du ja nicht mehr viel heutzutage. Na, gut, früher war ein Testfahrerjob wirklich gefragt, aber ja. Ich glaube, Williams ist eher daran interessiert, eben Susi Wolf zu etablieren, als einen Jean-Éric Vergne. Also gut, ich kann es nicht beurteilen. Ich meine, mir sollte egal sein. Das stimmt. Auf jeden Fall, Toro Rosso, wie gesagt, hat jetzt Max Verstappen bestätigt, ja. Carlos Sainz Team. Max Verstappen war ja schon, ich glaube, zu Austin, glaube ich, zu der Zeit. Ja, das war schon relativ Zeitpunkt früh. Klar, dass er das macht. Sogar wird. Davor schon. Ich glaube, sogar Belgien schon. Echt? Ja, ja ganz früh. Ja, die haben das relativ früh klar gemacht. Nee, stimmt gar nicht. Die haben das zu dem Zeitpunkt klar gemacht, als Vettel klar war, richtig, dass Vettel gehen wird. Genau. Und das war das. Das war im Austin. Nee, aber es war ja schon vorher klar, dass Vettel geht. Echt? Meine ich. Ach ja, der Tita hier, ne? Alles, Humbug, ist doch egal. So. Auf jeden Fall war es dann halt eine Frage, ich glaube, Carlos Sainz Junior und noch irgendein Fahrer, wo mir der Name jetzt aber gerade nicht einfällt, wo es halt so eine Art Ausscheidungsfahren dann halt auch gab in Abu Dhabi nach Saisonende, gab es ja dann nochmal die letzten Tests. Und auch als dann Daniel Kwiat ja bestätigt wurde für Red Bull nächste Saison, war Jean-Éric Vergne natürlich ordentlich vom Kopf gestoßen worden. Ja, der fährt ja schon seit Jahren dort. Richtig. Also das hat sich Hoffnung gemacht auf so ein Cockpit. Kann ich verstehen. Also besonders ja. Er hat Kwiat eigentlich, also von den Punkten her im Griff gehabt. 22 Vergne und nur 8 von Daniel Kwiat. Also. Ja, das Qualifying-Duell hat Vergne zwar verloren. Na gut, aber das Qualifying ist ja nicht alles, wie wir wissen. Ich glaube 11 zu 8. Also auch jetzt nicht so super deutlich. Mhm. Aber im Rennen hat der Kiat eigentlich gut im Griff gehabt. Deswegen, also war es schon ein bisschen verwunderlich. Ah. Besonders der Toro Rosso war dieses Jahr auch kein wirklich gutes Auto. Das stimmt. Und ein Riesenbock. Haha, Hamilton ist auch gerade mal auf 5, der aktuelle Weltmeister bei uns, beziehungsweise jetzt von mir deklassiert auf Platz 6. Ricardo auf 2 und Rosberg ist bei mir. Ja, und drei. Vettel ist direkt hinten dran auf 4, also ich bin hier gerade mitten in diesem Pulk drin. Oh, Vettel, ich fahr den fast hinten drauf. Dann kann ich ja hier vorne eigentlich relativ locker cruisen. Ja, du könntest auch dein Auto nochmal in die Wand fahren, also hätte ich jetzt auch nicht so gut. Wird bestimmt nochmal passieren. So, jetzt ziehe ich dann an Vettel vorbei. In seinem zukünftigen Auto. Jetzt bin ich Vierter. Vor mir Rosberg und Ricardo. Ricardo. Ja. Und aber die sind alle direkt beisammen. Das heißt, den werde ich auch noch knacken. Wenn nicht alles schief geht. Mann, mich ärgert jetzt dieser Unfall. Ich war ja an dir dran. Da hätte sicherlich noch ein interessantes Duell da vorne werden können. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Besonders, weil ich einen Fehler nach dem anderen hier mache. Ja. Wenn ich jetzt hier eigentlich relativ gut durchgehe, jetzt kannst du natürlich relativ unbesorgter durchfahren, ohne größeren Druck zu haben. Richtig. Und dann auch noch mit DRS. Mhm. Mensch, ich depp. Warum drücke ich denn auch mal so halb auf die Bremse drauf? Das ist bescheuert. Uah! Da kommt ja ein Monsterüberschuss an und dann steht der Rosberg quasi auf der Strecke. Der Wahnsinnige. Boah, die stehen aber dann nur, wow, wie es schiebt. So, aber mal Pfeilspitz hier an Rosberg vorbeigeschossen. Jetzt nur noch Ricardo vor mir. Und dann weite Leere. Also auf Ricardo mache ich 3 Sekunden pro Runde. Ich gerade weniger. Mag aber damit zusammenhängen, dass ich einfach mitten im Pulk stecke. Ja. So, jetzt kriege ich ihn vielleicht vor der Kehre schon. Du bist jetzt schon kurz in dieser Doppelrechts dann quasi, oder? Richtig. Oh, ist das ekelhaft, so direkt neben einem zu fahren in die Kurve rein. Man weiß nie, was passiert. So, aber der gute Ricardo wird in dieser Saison bei uns zumindest auch nicht der erste Australier sein, der hier gewinnt. Nee. Relativ unwahrscheinlich. Ja, und wenn es du nicht machst, dann bin ich noch da. Hey. Oh, hier liegen Teile in Turn 1. Ich war das nicht. Ja, da hat sich irgendwer weggerammelt scheinbar. Du vielleicht. Nee.
Dann hätte ich schon geschrien. Oh, 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 oh. Sowas hätte ich geschrien. Oh, verdammt. Was passiert. So, ey, Ricardo, pass auf, was du machst hier. So, jetzt helfe ich Rosberg auch noch an, Ricardo vorbeizufahren. Nee, doch noch ganz. Ja, war nicht Plan. Boah, stell dir mal vor, Treppchen mit quasi drei Deutschen. Also zwei Deutschen und so ein halber. Ja, wir bringen Ferrari wieder an die Spitze. Aber mal sowas von, Hick. Aber mal sowas von. Ich fahre jetzt hier schon Schlangenlinie vor lauter Freude. So, 17 Sekunden trotz Drive-Thru. Ja, das ist doch ganz okay. Jetzt mache ich den ganzen Socke rum. Weil das Auto nur noch am Rutschen ist. Oh, jetzt kriegt die Kurven aber nicht mehr. Also mit den harten Reifen haben wir Probleme, ne? Also ich finde die jetzt nicht so optimal hier auf der Strecke. Zumindest nicht mit dem Ferrari. Kommen nicht so ganz zum Gas geben. Also, bin ich nicht zufrieden mit. Vor allem, ich kann nicht mal meine Zeit toppen. Nicht wirklich. Also bei mir, ich finde halt, das Auto hat sehr wenig Grip an der Vorderachse. Mhm. Ja, muss die Füße halt schwerer machen. Genau. Na, komm rum, du. Kuh. Naja, noch zwei Runden. Ja, die kriegen wir auch noch rum. Dann können wir uns... Vielleicht ist doch wieder den Champagner. Den Champagner? Den riechst du? Ja. Ich finde, das klebt immer so ekelhaft dann im Ofen. Kann auch sein, dass ich gerade im Cockpit noch eine Flasche habe. Vom letzter Saison. Genau, ein Schuss Champagner. Das ist in der Trinkflasche drin, da hat ja da verarscht, da ist kein Wasser drin oder beziehungsweise nichts Isotonisches. Die haben ja kein Wasser drin, aber die haben da so, sehr, sehr zuckerhaltiges Wasser. Oh, Grosjean ist 22. Stark. Mhm, kann man schon sagen. Wusstest du übrigens, dass Pastor Maldonado vor allem in dem Jahr 2013. Oh, der ESC ist kaputt. Hm. Das Pastor Maldonado, also 2013 war er ja Startkönig, hat glaube ich 37 Plätze gut gemacht. Okay. In der Startphase. Und allein in diesem Jahr, also 2014, hatte er auch, oh ja, mega, das ist mega Drift hier, hat er glaube ich auch um die 6 oder 7 Plätze gut gemacht. Allein im ersten Rennen. Okay, nicht schlecht. Mhm. Ja, kann man mal machen, ne? Fun Fact Nummer 2. Pastor Maldonado hat in seiner ganzen Karriere Schäden in Höhe von 38 Millionen Dollar verursacht. So Fun Fact Autos Nummer 3. Pastor Maldonado ist in Wirklichkeit gar kein Formel 1-Rennfahrer. Sondern eigentlich ein Taxifahrer. Na, Crash Test Dummy. Genau. Er spielt bei der Band mit. Also eigentlich auch der totale Sarkasmus. Eigentlich dass Maldonado schon. Und Grosjean in einem Team fahren. Ich frag mich, was Lotus sich dabei gedacht hat. Die haben gedacht, wir haben zu viel Geld, komm nicht. Kurve verpasst. Immer in der letzten Runde. Pass ja auf. Hol ja Platz 2 nach Hause. Bin ich schon dabei. Übrigens, wenn wir jetzt hier gewinnen, nur mal so am Rande. Also erfolgreichstes Team hier in Australien stand 2013 bzw. vor der Saison 2014 war McLaren oder ist McLaren mit 11 Siegen. Okay. Und zweiter ist Ferrari. Hm, logischerweise sind ja. Nein, mit 7. Das heißt, wir würden die Statistik von Ferrari, ich meine, abgesehen davon, dass du jetzt gewinnst mit einem Doppelsieg, hier, glaube ich, deutlich aufbessern. Ja, aber trotzdem, McLaren ist immer noch besser als wir, das kann nicht sein. Das ist wahr, aber dazu bräuchten wir jetzt allein 4 Saisons, um das auszugleichen. Los! Das schaffen wir. Uhu! Sieg! So, nur mal was noch zum Thema Pole. Ja, fällt mir jetzt auch noch gerade so ein am Rande. Sebastian Vettel, der ist hier in seiner Karriere bereits 4-mal vom Pole gestartet. Und hat nur einmal gewonnen. Genau. Woher ich das wohl weiß, ne? Ja, hast du ja heimlich gespixelt. Ja, genau. So, Eriksen, jetzt schieß mich doch bitte ab. Und damit ist der Doppelsieg perfekt. Yes, liebe Freunde. Oh, 16, 15 hattest du am Ende nur vorgesehen. Ja, ich hab ein bisschen spannender gemacht. Okay. Guck mal, Hamilton hat sogar noch Vettel geschluckt.
Ist und schön. Felipe Massa und Valtteri Bottas nach einem Jahr Pause sind sie wieder dabei. Ja, 7. und 9. Ich glaube, damit kann man sich zufrieden geben, oder? Ja, mir ist das Wochen egal. Ja. mein Ex-Team. Hm. Unser Ex-Team. So, und jetzt haben wir übrigens auch eine wunderbare Statistik von Jenson Button wieder mal zerstört, der hier gerade mal auf 8 ist. Nämlich, der hat die letzten 3 der 5 Starts hier gewonnen. Okay. Jetzt sind es nur 3 der letzten 6. Oder 7, wenn man letzte Saison von uns mitrechnet. Genau. Ja, okay, ihr Freunde. Sind wir also mit Danny. Super. 1-2. Das ist doch mal ein Saisonstart, wie man ihn sich fast nicht besser wünschen kann. Da seht ihr mal einen schicken Elben. Vielleicht kommt der alte John im Hintergrund mal zu Vorschein. Da ist er. Wunderbar. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns zum nächsten Rennen in Malaysia wieder. Bis dahin, euer Bolle. Ciao.